Hallo und herzlich willkommen zu The Sims 4 Speedbuild. Wir haben heute den 16. Juni und ja, wie jeden Sonntag findet heute ein kleiner Speedbuild statt. Ich habe mir diesmal ein Base Game Haus vorgenommen und eigentlich sollte heute ein anderes Speedbuild kommen, aber irgendwie war mir das Glück nicht so wohlgesonnen, mehr oder weniger, denn ich war so schlau und habe mein Speedbuild gelöscht. Denn normalerweise, ich bauen und so, das mache ich meistens schon etwas früher und versuche auch dann immer alles fertig vorzubereiten und so weiter. Aber diesmal, war Martin besonders brav und hat, während ich mich um andere Sachen gekümmert habe, meine Speedbuilds geschnitten, was sehr nett war. Und das war letzte Woche. Und da dann den Speedbuild von letzter Woche zusammen mit dem von dieser Woche geschnitten. Und weil ich bemüht war, einige Sachen zu bauen in letzter Zeit, damit ich wieder so einen kleinen Polster habe, damit ich eigentlich jetzt in der Woche, wo ich sehr wenig Zeit habe und mich auf die Uni nochmal konzentrieren muss und auch Geburtstag habe, also ich habe heute Geburtstag, heute Sonntag, am 16. Juli. Also, denn manchmal ist es, glaube ich, ein bisschen verwirrend, wenn man das als Voice-Over aufnimmt und sagt, ich habe heute Geburtstag. Und da stellt sich die Frage, okay, heute, wenn du das Voice-Over aufnimmst oder heute, wenn der Speedbuild online kommt und es ist, ja, in dem Fall sogar beides dasselbe Datum. Also, heute nehme ich das Voice-Over auf und heute kommt auch der Speedbuild online, weil leider ein bisschen was daneben gegangen ist. Und jedenfalls hatte ich dann noch einige Speedbuilds so vorbereitet, habe ich mir gedacht, gut, dann lösche ich mal meine Dateienordner von den Sachen, damit ihr einfach einen Überblick habt, wie viele Speedbuilds ich dann jetzt noch frei habe, weil ich dann nämlich auch in den Urlaub fahre und dann dementsprechend eigentlich nichts mehr machen möchte, sondern alles schon vorbereitet haben will. Und da habe ich dann habe ich gesehen, oh cool, da ist schon ein Speedup gemacht, das heißt, es ist fertig, das kann ich löschen. Und damit habe ich den Speedbuild von heute eigentlich gelöscht, wo ich nur mal ein Voice-Over hätte machen müssen. Und ja, das ist leider ein bisschen ungünstig. Und aus dem Grund musste ich jetzt noch schauen, dass ich den Speedbuild für heute, also einen anderen, hernehmen kann. Glücklicherweise habe ich kein neues Haus mehr bauen müssen. Man hat eben schon ein bisschen vorproduziert, aber ja, ein vorproduziertes Haus geht mir sozusagen ab. Aber ich sollte normalerweise trotzdem dann gut über meinen Urlaub hinwegkommen. Aber ja, in dem Moment hat es mich so ein bisschen geärgert und leider eigene Dummheit, kann man nichts machen. Und jetzt habe ich wieder so ein bisschen Zeit und ein bisschen Raum und deswegen entsteht jetzt dieser Speedbuild, also zumindest dieses Voice-Over, denn der Speedbuild war ja wie gesagt schon gemacht, aber er musste eben noch zusammengeschnippelt werden. Und ich habe parallel gelernt, Martin hat geschnitten und so sind wir dann irgendwie zu einem halbwegs hoffentlich vernünftigen Ergebnis gekommen. Wie schon erwähnt, habe ich heute Geburtstag und das heißt, ich fahre jetzt dann eigentlich gleich zu meiner Familie. Dann feiern wir so im kleinen Rahmen. Das Ding ist das, ich habe allgemein relativ viele Verwandte, sodass auch ein kleiner Rahmen schon groß sein kann für viele vielleicht. Aber ja, Onkel, Tante, Oma, Opa und das von beiden Seiten, da kommt einfach ein bisschen was zusammen. Und ja, also wir feiern heute dann noch im kleinen Rahmen und ich werde dann auch wahrscheinlich relativ früh nach Hause gehen, weil ich noch was für die Uni machen möchte und dann ist es hoffentlich alles gut erledigt und ja, der morgige Tag wird, hoffe ich, auch ganz gut. Also wer möchte, kann mir gerne ab 16 Uhr die Daumen drücken, da bin ich sicher niemandem böse und dann kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren und ich würde gerne einfach wieder mal so ein bisschen mehr schreiben. Ich würde auch gerne wieder ein bisschen mehr Zeit für Gameplay allgemein haben. Wobei ich sagen muss, die Fabelwesen Legacy Challenge macht mir momentan super, super viel Spaß. Vor allem, weil es eine gute Mischung ist aus Let's Play und aus so eine Art von Current Household Updates. Also ich kann auch zum Teil größere Sprünge machen, das ist nicht so schlimm. Und ja, das finde ich ziemlich gut. Oh, und weil wir gerade draußen sind, das Haus ist ja ein Base Game Haus. Und ihr habt sicher schon mitbekommen, dass das neue Erweiterungspack Island Living wird. Und ich freue mich schon total auf das Pack. Denn es passt einfach auch ziemlich gut zu dem, wo wir aktuell im Let's Play sind. Denn wir haben
Ja, das nächste Generation, die Sirene. Und dann kann ich auch das Meerjungfrauen-Dasein so ein bisschen austesten. Und ich hoffe, dass das alles gut funktioniert. Denn sie ist ja eigentlich Schauspielerin und verbringt relativ viel Zeit außerhalb vom Wasser. Aber ja, mal schauen. Und was auch cool ist, wir haben jetzt ja Liegestühle bekommen. Also wir werden Liegestühle bekommen mit dem neuen Erweiterungspack. Und ein Liegestuhl wird auch für das Base Game freigeschalten werden, sodass man nicht mehr, ich meine, wenn man Sonnenterrassen-Accessoires oder so heißt das Pack, wenn man dieses Accessoire-Pack hat, dann konnte man eigentlich das mit den Liegestühlen immer ganz gut zusammenbasteln. Mit den Base Game Sachen finde ich es aber deutlich schwieriger, dass man das so hinbekommt, dass die gut ausschauen. Ich habe es jetzt trotzdem mal versucht und ich hoffe eben, dass es dann mit den neuen Liegestühlen deutlich einfacher wird, dass man da sowas macht. Und wir kommen ja, glaube ich, oder ist die, nein, die Karriere, was auch gemacht wird, was vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr da so erfreut seid, aber ich finde das ziemlich cool, denn ich weiß, dass ein paar Leute eine Mod dafür verwendet haben, und zwar geht es um Teilzeitkarrieren, also diese Jobs, die Teenager hatten, die eben nur ein paar Stunden immer gehen, und die waren ja eigentlich nur für Teenager verfügbar, und mit dem neuen Update werden die jetzt dann auch für Erwachsene verfügbar sein, was meines Erachtens auch eine ganz coole Neuerung ist. Und ja, das betrifft also die Outer Space Game, also man muss nicht das neue Pack kaufen, damit das so funktioniert. Wobei, ich glaube sogar, dass das neue Pack ziemlich großen Andrang bekommen wird, denn was ich so mitbekommen habe, ich habe ja nie wirklich Sims 3 gespielt und dementsprechend habe ich auch nicht Island, also Inselparadies hat das, glaube ich, geheißen, das Pack verwenden können. Aber ich habe schon sehr oft gehört, dass das Pack, also Inselleben, unglaublich beliebt war und dass sich viele das auch für die Sims 4 gewünscht haben. Und dementsprechend vermute ich, dass es relativ guten Andrang bei dem Pack geben wird. Ich habe auch schon gehört, dass die Meerjungfrauen besser ausgearbeitet werden sein sollten, als es damals bei dem Pack der Fall war. Wie gesagt, ich kann da nur von anderen ausgehen, weil ich das ja eben nie selbst gespielt habe. Aber ich glaube, die Meerjungfrauen werden am Ende relativ ähnlich aufgebaut sein, wie es bei den Vampiren der Fall ist, beziehungsweise dass alle okkulten Sachen so in die Richtung gehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dann später die Hexen, die mit dem Gameplay-Pack kommen, also mit dem Magic Realm, wo man ja noch nicht genau weiß, was genau passiert, aber ich vermute auf jeden Fall mal, dass wir coole Hexen dabei haben werden, und ich spiele ja gerne mit okkulten Sachen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte so eine lustige Mischung aus realistischem Gameplay, aber okkulte Sachen sind dann auch ziemlich cool. Was ich mir auch wünschen würde, wäre so ein Overhaul für Aliens und für, was ist das andere? Pflanzensims. Genau, Pflanzensims sind ja noch schlimmer dran als Aliens eigentlich. Die haben fast nur Nachteile, sind anstrengend zu spielen. Und dementsprechend wäre es echt cool, wenn wir da auch so noch so einen kleinen Boost bekommen würden. Einfach, dass die auch entsprechend, ja, ein entsprechendes Update bekommen, damit die auch ein bisschen attraktiver zu spielen sind. Also, ja, das wäre ganz cool. Vor allem, sie haben sich ja bei Vampiren ein richtig cooles System ausgedacht für die okkulten Sims mit den Fähigkeiten, Bäumen und so. Und das wäre einfach spannend, wenn man das dann auch, ja, auf Aliens oder so ummünzen könnte. Vor allem, sie haben ja schon die Grundstruktur, sie müssten sich dann eigentlich nur mehr Fähigkeiten und Texte einfallen lassen. Natürlich, ja, ist jetzt auch vielleicht nicht so leicht dahergesagt, aber ich denke mir, dass es einfacher ist, sich Fähigkeiten und Texte zu überlegen, als dieses Grundgerüst zu bauen und das dann einfach nur einzusetzen. Aber ja, das wäre jedenfalls ziemlich cool, das würde ich mir auch wünschen. Ich weiß auch nicht, ob das jemals passieren wird, aber ja, so, das sind so meine 5 Cent zu diesem Thema. Und wir sind mittlerweile mit dem Haus schon fast fertig. Es ist eben ein modernes Space Game Haus für, eigentlich ist es so gedacht für 2 Elternteile und für eine Teenager-Tochter. Und ja, wer möchte, kann sich das sehr gerne in der Gallery runterladen. Mein Gallery-Name, also meine Origin-ID ist Firebird_playing. Und ja, wir sind jetzt schon in den Screenshots. Und ich freue mich jetzt auf leckeren Nudelsalat, meine Geburtstagstorte und noch ein bisschen Zeit mit meiner Familie. Wobei, leider ist meine Schwester momentan nicht da, sondern die ist auf einem Auslandspraktikum. Aber ich hoffe, wir werden heute nochmal FaceTimen können. So, und damit sind wir ja wirklich fertig. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye!